Jetzt muss ich meine Wiesenwirtinnen fragen. Familie Lichter, wie war denn das erste Wochenende? Ja, es war wunderschön. Wir waren sehr, sehr zufrieden. Wir hatten so ein tolles Programm, hatten tolle, zufriedene Gäste. Man hat gemerkt, dass die Leute dieses Koblenzer Oktoberfest vermisst haben. Die haben uns das auch gesagt, die haben uns umarmt, die haben uns beglückwünscht, dass wir endlich wieder da sind. Und dann ist auch dieser ganze Aufbaustress ist dann vergessen, wenn man einfach so ein tolles Fest hier hat und so zufriedene Gäste sieht. Da kommt gerade das richtige Einbrösel, ne? Da müssen wir mitmachen. So, Prost, Wohlsein. Lukas, ich habe nur eine Frage. Und ich habe das so ein bisschen beobachtet. Man ist ja auch als Veranstalter, wo ich immer denke, man ist so angespannt und man guckt, aber nein, ihr seid mit am Shakern, am Machen, am Tun. Also ihr lebt das richtig. Ja, also wir machen das wirklich sehr, sehr gerne. Mit Herzblut, würde ich sagen. Und deswegen, jetzt ist die Anspannung weg. Jetzt feiern wir mit. Klar, gucken wir auch, was los ist. Wenn irgendwo ein Problem gibt, gibt es ja auch immer Kleinigkeiten. Aber es macht einfach rundum Spaß und Freude. Und was wünscht ihr euch noch für heute Abend und für morgen, den Samstag? Ja, für heute natürlich auch wiederum, dass alles friedlich verläuft, eine friedliche Wiesn, dass die Gäste Spaß haben und das sieht man auch, finde ich. Also hier ist so eine super Stimmung, obwohl es erst kurz vor 8 ist. Ja. Und morgen haben wir einen ganz sehr großen Tag. Die Handwerkskammer Koblenz hat ja morgen eingeladen, ihre Mitglieder. Und da freuen wir uns ganz besonders, weil es wird ein richtig volles Zelt und die Stimmung ist gut, die Bands sind gut und wir freuen uns einfach nur darauf. Dass wir am Samstag aufzeichnen, sehen Sie am Dienstag bei uns im Programm. Und jetzt sagen wir einen Prost, oder? Der Gemütlichkeit. Wunderbar. Weitere Sponsoren natürlich auch heute am dritten Tage des 8. Koblenzer Oktoberfests ist natürlich auch Mercedes-Benz. Das heißt, man wird auch richtig schön chauffiert, bewegt durch euch. Seit wann besteht diese Zusammenarbeit? Seit Beginn, dass wir hier das Oktoberfest in Koblenz haben. Also ich denke seit 10 Jahren, jetzt das 8. Mal, aber bedingt durch die Corona-Ausfälle, die wir letzten 2 Jahre hatten. Musste man lange überlegen. Ich meine, das ist ja hier so eine schöne Sache, dass ihr das mit unterstützt. Nein, überhaupt nicht. Für uns ist es eine Ehre, dabei zu sein und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, hier Kunden einzuladen. Von daher ist es ein tolles Instrument für uns, mit unseren Kunden zusammen zu feiern und mit Koblenz zu feiern. Ja, feiern. Sie sind natürlich auch heute hier mit dabei. Ja. Auf was freuen Sie sich? Wir freuen uns heute Abend insbesondere auf die Stimmung. Wir hoffen, dass es noch ein bisschen voller wird, dass mehr Leute kommen und ich denke, es wird nichtsdestotrotz ein schöner Abend. Perfekt. Schöner Abend, natürlich mit gutem Bier und ich sage Prost und vielen Dank. Ich sag Danke. Ja, wie heißt es so schön? Holz vor der Hütten und Sie haben mehr oder minder Holz für die Hütten. Das ist richtig, Herr Merz. Wie sind Sie mit dem Oktoberfest hier in Koblenz verwurzelt? Ja, die Firma Holz vor Merz ist schon seit Anfang an dabei. Wir unterstützen den Herr Lischer schon jahrelang. Wir freuen uns natürlich immer wieder hier auch als Gast sein zu dürfen. Und wir haben eine gute Beziehung dazu und wir freuen uns, auch mal aus unserem Gewerbe rauszukommen, mal abends zu feiern. Und wir Holzbauer sind ja kräftige Burschen und wir trinken immer gerne ein. Ne? Vor allen Dingen mal was, aber erstmal darauf Prost, genau. So. Jetzt war ja 2 Jahre leider Corona-Pause. Das heißt, man freut sich jetzt umso mehr, dass es hier wieder zünftig losgeht. Ja, wir freuen uns natürlich. Waren jetzt 2 Jahre, die teilweise hart war. Ich meine, das ist auch allgemein bekannt, auch in der Presse, dass wir Holzbauer mit den Preisen zu kämpfen hatten. Ja. Und auch Materialnachschub, der kam nicht so, wie er sein sollte. Ja. Aber ich denke, wir haben den größten Punkt, haben wir überwunden. Und jetzt greifen wir wieder voll an. So soll das sein. Ich glaube, wir drehen uns zwar um und winken den Jungs.
die Groupies sind überall, oder? Ja, die sind überall, meine Männer. Die begleiten mich überall. Wunderbar. Ja, wir machen weiter uns auf einen schönen Abend und weiter geht's. Dankeschön.